Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. So, wir spielen mal wieder eine Runde Jump'n'Run, heute ohne den Jonas. Warum werdet ihr nochmal von anders erfahren? Das ist nämlich so, dass dass er nicht fort musste. Er hatte nicht noch, oder ist nicht essen gegangen, beziehungsweise Familie. Eigentlich wollte ich mit ihm aufnehmen. Und halt, wir hatten davor schon ganz Ewigkeiten Aufnahmen. Ich hatte jetzt auch nochmal eine halbe Stunde aufgenommen und alles ging nicht, die Maps auch irgendwie waren nicht so die besten. Und jetzt spielen wir hier auf dieser Map, die ist das Little Jump'n'Run von Skiefer AD. Also ich hoffe, dir euch gefällt das Jump'n'Run, wenn ja, dann bewertet später das Jump'n'Run. Jetzt viel Spaß bei Never Forever und Hilfe von Reiswaffel Girl und XX Reiswaffel XX. So. Ich hoffe, ich habe eure Namen alle richtig ausgesprochen. Schon mal voraus, dieses Jump'n'Run kenne ich jetzt schon ein bisschen, ich habe das schon mal gerade gespielt. Es dauert jetzt auch nicht großartig lang, aber es ist ein sehr schönes, kleines und feines Jump'n'Run. Und ja, und so, und ich wollte mal euch ein paar Infos geben noch zu Jonas auch nochmal ganz kurz. Sein Kanal wird, wenn ihr mal irgendwann Videos seht darauf oder auch mit mir vielleicht auch eventuell, da kommen hauptsächlich Edits und sein ganzer Kanal wird auf Englisch sein. Von was werden die Edits sein? Rocket League und Co. Sowas für Games. Sowas in die Richtung, dass ihr so eine kleine Ahnung habt. So, dann grundlegend zu meinem Kanal gibt es auch viele Änderungen, nachdem ich jetzt ja Folivian heiße. Ich bin übrigens mit dem Namen sehr zufrieden. Ich denke auch, dass er auch für euch passt. Auch gut. Und so großartig würde ich jetzt mal sagen, ich wollte nicht wegen dem Upload-Plan ein bisschen erzählen. Okay, hier kriegen wir diesen Schwindeleffekt, der ist nicht so nice, deswegen probiere ich den mal kurz wegzukriegen. Dazu weiß ich nicht, dass ich hier diese paar kleinen Sprünge schaffen muss. Okay, die habe ich jetzt leicht geschafft. Es gibt, wie gesagt, einen neuen Upload-Plan. Ne, komplett neu ist er nicht, aber Mittwoch kam ja das Mandragon-Video. Habt ihr alle gesehen. Voraussichtlich, denke ich mal. Und, das auf jeden Fall ist schon mal so festgelegt. Das bleibt Mittwochs. Eine Folge in der Woche und dabei wird es bleiben. Das Ganze wird sich jetzt mal auch nicht grundlegend verändern und so wird es und Montag und Dienstag davor kommt Portal. Das bleibt auch so, auch wenn es jetzt etwas unregelmäßiger kam, das weiß ich, aber das kommt jetzt alles wieder so. Und dann am Donnerstag ist es dann so, dass es sein wird, da kommt nichts, ebenfalls wie am Freitag, weil ich da auch die Pause brauche. Ich bin hier trotzdem ein Schüler und Samstag kommen dann voraussichtlich zwei Videos. Ich sag jetzt mal, leg mich mal erstmal nur auf eins fest und am Sonntag dann sicher zwei. Dann erstmal lesen wir nochmal hier ganz kurz. Ich hoffe, euch hat mein kleines Jump'n'Run gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. War es circa 3 Stunden. War auf jeden Fall sehr schön. Ich habe hier auch eine sehr gute Bewertung gegeben. Ich habe nur gesagt, die Sprünge hätten etwas schwieriger sein können. Und ich würde mal sagen, ich suche mir nebenbei schon mal gleich noch eine kleine Map noch raus, die wo wir vielleicht noch spielen können, noch kurz. Und samstags kommt, wenn ich schaffe, ein Minecraft-Video und ein Minecraft-Video und ein Ding. Jetzt habe ich gerade vergessen den Namen. Ein Minecraft-Video. Ein Minecraft-Video und ein Ding. Ja, Entschuldigung, Trash-Game. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen, ein Trash-Game, denn ich werde es so machen, dass ich dort noch sowas kleines wie Happy Wheels beispielsweise oder ja, so kleine Online-Games, wo irgend sowas noch kleines anzockt, was man da noch machen kann in die Richtung. So, ich schau mal ganz kurz, gibt es hier noch eine ganz gute Bewertung? Ja, das geht eigentlich. So. Und auf jeden Fall wird es so sein, dass Montag, also na, jetzt komplett durcheinander kommen. Sonntag dann noch auf jeden Fall Minecraft sicher kommen wird und dann noch als zweites Game noch, was ich schon in meinem Video im Infovideo angekündigt hatte. Erstmal gleich verkacken. Im Infovideo angekündigt hatte, dass ich sage, da kommt noch ein bisschen Evolve Stage. Das ist zwar ein Ego-Shooter, wie ihr gesehen habt. Falls ihr es noch nicht geschaut habt, dann ist es hier nochmal eingeblendet. Könnt ihr auch bitte gerne nachholen. In der Rolle des Hunters, also das spiele ich zumindest. Man kann auch in der Rolle des Monsters spielen. Ich finde aber die Rolle des Hunters besser als des Monsters. Das ist natürlich Geschmackssache, wie jeder will.
ich mag halt gerne Hunter zu spielen und so. Probiere ich auf jeden Fall da das geregelt hinzubekommen, weil Sonntag kommt dann sicher das Minecraft-Video und ich bin irgendwie gerade ein bisschen immer durcheinander nur. Und ja, so sieht's jetzt das erste Mal aus. Wow, das war das Glück, dass ich es geschafft hatte. Gut, jetzt würde ich gerne hier den hier mir schnappen. Denn auf dem Checkpoint würde ich den unten gerne verzichten. Und da gebe ich jetzt wirklich mein Wort. Das. Danke fürs Spielen, bewertet bitte gut zu für das Ziel. Ja, mache ich gleich. Dieses kleine Jump'n'Run ist hier von Magnictim. Und ich denke, damit wird das Video so langsam zu Ende sein. Und ja, und nochmal kurz, das wird so bleiben mit dem Upload-Plan. Und daran halte ich wirklich, weil ich kann es natürlich nicht schaffen, dass ich alle Videos sagen kann. Ich kann das Ganze jetzt alles zugegebenermaßen alles am Tag auch hoch aufnehmen, wo es hochgeladen auch wird. Schaffe ich aber nicht, deswegen werden die Videos auch vorproduziert sein. Weil anders geht's nicht und auch manchmal nicht so extrem gecuttet sein, zum Beispiel sowas wie Portal und sowas. Und naja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich denke, das soll es schon wieder gewesen sein mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat das Video selbstverständlich auch gefallen. Ich stelle mich auch nochmal kurz hier hin. Und ja, Leute, wir sehen uns bald schon wieder. Haut doch gerne rein. Und lasst gerne eine Bewertung da. Die nächste Folge gibt es dann auch wieder mit dem Jonas. Und dann, ja Leute, würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Dann, wenn ich es noch schaffe, noch für euch noch heute am Sonntag, dann für euch noch eine Runde der Wolf Stage hochzuladen. Muss ich mal schauen. Dann kommt die noch. Und sonst sehen wir uns am Montag in Portal wieder. Bis dann. Ciao.